Hey! Kuckuck! Ihr Mäuse, geil, Alter. Stuttgart, zweite Mal, freue mich riesig. Geil, dass auch immer der ganze Lebenslauf bei der Anmoderation abgelesen wird. Schön. Ihr müsst nur wissen, aus dem Handel habe ich eine Sache noch behalten. 3 Jahre Einzelhandel, diese scheiß Obst- und Gemüsenummern. Vergesse ich nicht. Da kennt's jemand, krass, okay, geil. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Meine Freundin hat mir letztens auf Sexy so eine Aubergine geschickt, ne? Und ich dachte mir, krass, die will die 261, wirklich. Wow. Ich war spitz wie Lumpi, ehrlich. Warm. Weil ich bin eher so die 34, ne? So ein Lauch, das ist so. Geil, ja, da wollte jemand klatschen direkt, das ist eine Frechheit. Ab und an bin ich auch ein Staudensellerie, 142, was geht denn ab? Geil, macht richtig Spaß bei euch jetzt schon, ne? Und das Ding ist auch hier, 2 Straßen weiter habe ich ein Hotelzimmer, die meinte, Herr Lampert, für Sie Zimmer Nummer 305. Und ich dachte mir, krass, ich schlafe in der Avocado, ehrlich. Das ist so krass, ne? Aber ich bin eigentlich gar kein so ein krasser Typ. Also ich kenne noch diese Nummern. Ich kann nicht mal handeln, Leute. Das ist richtig schlimm. Und ich glaube, wer, wenn ich Stuttgart, ich weiß, ist Klischee, kann mir da helfen, Leute. Weil ich ziehe mich immer selber über den Tisch drüber. Wahnsinn. Letztens war ich auf dem Flohmarkt und meinte so, hey, wie viel willst du dafür haben? Für so ein Shirt, ne? Und die meinte 4 €. Und ich schwör's euch, ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und war so, ah, komm, mach 3. Hat die gesagt, okay. Und dann habe ich da so einen 5er rübergeschoben, habe gesagt, passt schon. Ohne Scheiß, Leute. Ich bin sackendämlich, ehrlich, geil. Das funktioniert aber in Stuttgart, ne? Dass er nicht handeln kann, weil ich sterb blöd, gell? Entschuldigung, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ey, das ist für mich selber so surreal einfach. 180 Kameras hier sitzen, echt 400-500 richtig okay aussehende Leute, so, ne? Weil ihr müsst über mich wissen, ich bin tatsächlich eher so eine introvertierte Maus. Ich bin schüchtern, ich will erobert werden, so jemand. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben, ne? Wenn ich ein Paket bestelle und das wird beim Nachbarn abgegeben, dann ist es seins. Viel Spaß mit dem Stabmixer, Herr Müller, alles gut. Ich nehme für einen Smoothie einfach die elektrische Zahnbürste, geht schon. Das Fruchtfleisch ist super für die Zähne. Ne? Aber ich bin tatsächlich auch deswegen introvertiert, weil, muss ehrlich sein, ich bin so ein Allergikerkind. Bingo. Bin allergisch gegen Milch, Ei, Nüsse, Gluten. Und das hat dafür noch nie Applaus gegeben. Geil. Die werden sich auch gerade zu Hause fragen, warum hört der auf zu reden? Das ist geil, weil ich selber sprachlos bin gerade. Hast du auch Gluten oder wolltest du einfach nur Support zeigen? Du hast dieselben Allergien. Scheiß auf den Auftritt, Leute. Wir müssen... Wirklich. Das ist ja krass. Meine Zimmernummer ist die 305. Nee. Avocado bin ich nicht allergisch gegen, ich mache nur Spaß. Aber es ist krass, Alter, okay, dann pass auf, dann werde ich jetzt die nächsten 3 Minuten ungefähr komplett, wenn die Schuhe ausziehen. Das ist nur für dich Allergiker-Content. Der Rest wäre cool, wenn ihr dabei bleibt, weil es wird aufgezeichnet. Das wäre richtig scheiße, wenn ihr jetzt einfach aufhört und es hört nur noch eine Person, hört man noch lachen, Alter. Das ist auch für den Chat scheiße. Egal, okay. Hatte ich noch nie. Aber ey, guck mal, ich will mich gar nicht beschweren. Ich gebe dir ein Beispiel. Hier beim Catering zum Beispiel, die waren richtig cool und meinten, hey Fabi, für dich, wir haben eine Alternative. Ne? Und dann lag da so ein Zettel, nur für mich, für Fabian. Ohne Milch, ohne Nuss, ohne Gluten und ohne Ei. Und dann lag da einfach ein Apfel. Und ich war so gerührt, weil es war einfach die 27, ehrlich. Ich dachte, krass, Pink Lady Apfel, Alter. Ne? Habe ich mir nämlich immer so bildlich vorgestellt. Dachte mir, krass, so eine knackige 27-jährige Pink Lady. So bei Love Island, bin immer ein bisschen spitz geworden dabei, habe ich so die 261 gemerkt, andere Geschichte. Ne? Dann gab es noch so die Granny Smith Äpfel, ne? Und die hatten die 106, ja Mann. Das war dann so eine schrumpelige Oma, die ich mir vorgestellt habe. Aber ich will mich gar nicht beschweren, also gibt ja für uns auch gute Neuigkeiten, für uns Allergiker. Ich habe letztens so ein Video gesehen von so einem Hund, der halt so dazu trainiert wird, so Erdnüsse zu erschnüffeln. Also wie so ein Blindenhund jetzt für Allergiker. Und ich habe das so gesehen und dachte mir, Alter, ich würde schon gern sehen, wie dieses Training aussieht. Weil dieser Hund,
ist jetzt so im Training mit den ganzen anderen krassen Hunden. So, wisst ihr, so Leichenspürhunde, Drogenspürhunde, so Sprengstoffspürhunde, Leute. Das sind abgewichste Hunde, ne? Die rauchen Kette. Die haben Hals-Tattoo, Leute, ohne Scheiß. Die sehen, glaube ich, ein bisschen so aus wie Mariano einfach. So, wisst ihr? Und dazwischen hast du jetzt so einen richtig peinlichen Erdnusshund. Der viel zu viel Bock hat die ganze Zeit. Leute, wartet auf mich, wartet, wartet. Wo sind die Nicknacks? Wo? Und das Schlimmste ist, ich könnte mir den Hund noch nicht mal halten, weil ich habe noch eine Hundehaarallergie. Scheiße. Ich bräuchte einfach so eine Allergiker-Schildkröte, wisst ihr? Ist ja geil, so eine 120 Jahre alte Quereinsteigerin, die so die letzten 30 Jahre als Waffe in Mario Kart gearbeitet hat. Das ist ja so geil. Aber ich liebe es, darüber Jokes zu machen. Ich liebe es, dass ich hier scheinbar Leute kennenlerne, die dasselbe Schicksal haben, so, weil so sind wir größer als das Schicksal, wenn man darüber Jokes machen kann. Und Comedy hat mich auch an coole Orte gebracht, ne? Ich war zum Beispiel mal für einen Auftritt in einer Shisha-Bar. Und ich habe auch noch Asthma. Ich musste den Auftritt wegen Atemnot abbrechen. Das war scheiße. Nein, das war cool tatsächlich. Und ich dachte mir, geil, ich gehöre jetzt auch zu den coolen Kids. Ne? Und zwei Tage später hatte ich einen Auftritt in einem Seniorenheim. Boah. Und man denkt sich jetzt auch so, Alter, krass, mehr Unterschiede geht ja gar nicht. Shisha-Bar, Seniorenheim. Na, es geht. Also in beiden Orten wurde schon sehr viel mit Schläuchen gearbeitet. So. Auf den habe ich mich den ganzen Abend gefreut. Ich wollte nur gucken, wie cool ihr seid, ne? Und ich werde es nie vergessen, wie ich in dem Seniorenheim anmoderiert wurde, Leute. Weil die Moderatorin ist auf die Bühne und meinte, hey, liebes Publikum, schön, dass Sie hier heute rausgekommen sind. Hier zum Comedy-Tee, hier um 15 Uhr, bei uns in der Seniorenresidenz. Und ich gucke sie an und ich sehe, da ist überwiegend weibliches Publikum anwesend. Das ist fantastisch. Weil für Sie, liebe Damen, habe ich jetzt noch einen richtigen Leckerbissen. Ja, das ist ein Sahneschnittchen. Mhm. Ich weiß es nicht, ob Sie den witzig finden werden, aber der junge Mann, der ist was fürs Auge. Und hier ist für euch Fabian. Und ich stand so hinter der Bühne und dachte mir, nein, 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 nein. Was ist das denn jetzt für eine kranke Scheiße, Alter? Die haben mir den falschen Vertrag geschickt, wisst ihr? Weil ich war auf einmal nicht mehr als Comedian gebucht, sondern als Sexobjekt, der jetzt hier so den Bingo-Nachmittag in Schwung bringen muss. Und ich war richtig nervös, weil ich sehe so die Erwartungshaltung, die Vorfreude in dem Raum und sehe, wie die Damen anfangen, sich so die Kompressionsstrümpfe so hochzuziehen und sie über die Lippen zu lecken, weil die dachten sich so, Potzblitz, Renate. Jetzt haben wir unsere erste Dating-Show für Senioren. Sowas wie Are You The Last One? Und ich dachte mir, meine Güte, Fabi, vielleicht kannst du was erben. Toi, toi, toi. Weil für die Follower habe ich es an dem Tag nicht gemacht, Leute. Da habe ich zwei verloren. Und ich gehe auf die Bühne, sehe die Erwartungshaltung und dann sehe ich, wie ein Haufen älterer, lieber Damen richtig enttäuscht von mir waren. Oh, Leute, ich habe aus der ersten Reihe folgenden Satz gehört. Ingrid, der ist nix. Und ich dachte mir, Alter, das ist schon krass, weil ich war da 26 Jahre alt, ne? Ich weiß, ich bin jetzt kein heißer Typ, aber für so eine Ingrid, zumindestens pikant, dass man so sagt, kann man noch mal drüber rutschen oder so. Weil ohne Scheiß, die meinte, hey, wir haben hier Nutella versprochen bekommen und Nutoka bekommen. Und ich wusste nicht, was sie meinte, weil ich bin gegen beides allergisch. Naja, ihr wart ein super Publikum. Dankeschön, Stuttgart. Hey, danke.